Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Das wird das nächste Spiel sein, was wir spielen. Ich stelle mich schon mal auf Beruf Start. Lona stelle ich auf Beruf Start, auf Uni Start. Und dann geht das Spiel jetzt los. Ab und zu mal muss ich hier in der Anleitung was nachlesen, weil ich nicht alles genau weiß. Wie zum Beispiel beim Stopp musst du immer stehen bleiben. Auf dem orangenen Feld und dann passiert immer was. Das kannst du hier nachschauen. In der Anleitung steht immer super erklärt, zum Beispiel bei Heirat. 10, 9, 8 kriegst du 10.000 von jedem Spieler, 7, 6, 5 kriegst du 5.000 und 4 oder niedriger kriegst du nichts bei der Hochzeit. Und da passiert dann halt immer was. Was gibt es da noch? Ja, das war's. Da muss ich halt dann immer gleich nochmal kurz lesen. Was da passiert ist, wie viel Geld wir kriegen und so weiter und so fort. Okay, Luna hat die Karten gemischt. Sie gibt sie mir jetzt so fächermäßig. Man sieht nichts. Hier ist Grenze. Achso. Und ich muss jetzt eine Karte davon ziehen. Oder soll ich jetzt Winkel machen? Dann sieht man aber deine Beine wieder. Alles gut. So, ich ziehe die Karte. Ich habe den Pilot. Wow, du bist ein Pilot. Jetzt kann ich immer nach Indonesien fliegen. Tschu. Dann brauchst du kein Ticket, Flugticket mehr. So, ich habe den Pilot. Die anderen Berufskarten brauchen wir erstmal nicht. Es könnte sein, dass ich gekündigt werde oder Lona gekündigt wird. Dann darf man wieder einen normalen Beruf ziehen und keinen Hochschulberuf. Den Hochschulberuf darfst du höchstens hier hinten irgendwo wieder ziehen. Wähle einen neuen Beruf oder ein, du erhältst 20.000. Ich glaube, das war bei denen da. Ja. So. Ich packe mal die Berufskarte ein bisschen weg. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Lona, jetzt kommt es darauf an, wer von uns anfängt. Eine 3. Wenn ich, nein, ich muss auch drehen. Wenn ich höher drehe, darf ich abfahren. Eine 1. Okay, Luna hat die höhere Zahl gedreht, also darf sie anfangen. Aber bevor sie dreht, das Wichtigste, eine Kapitalanlage kaufen. Durch diese Kapitalanlage, zum Beispiel wenn Luna dreht, dreht eine 3 und du hast die 3 gekauft, bekommst du immer 5.000 Gold von der Bank. Das geht aber nur an Anfang deiner Runde, also das kannst du eigentlich jederzeit immer machen, eine Kapitalanlage kaufen, darfst auch nur eine besitzen. Aber Lona, möchtest du eine Kapitalanlage Ja. kaufen? Aber sicher doch. Was für eine willst du denn kaufen? Fünf. Eine 5. Dann gib mir mal 10.000, dann kriegst du die 5. Dankeschön. Jetzt wollte ich die 10.000 bei mir natürlich reinpacken, das wäre natürlich ein bisschen doof. Also für mich wäre es gut, aber es wäre doof, weil ich dann hier betrügen würde. Habe ich den hier richtig hingesetzt? Ich habe doch richtig nachgeschaut. Ja. Okay, Donna, du darfst. Baby Avanzi, du bist dran. Eine 10. Ah, schade, dass ich keinen Polizist habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau beim Stoppfeld. Das ist doch super gut. Ich bin immer Jetzt, gut. Beim Hauptschulberuf, bei Universität ist es ein bisschen anders. Weil Lona hat beim Beruf mir ein Fächer aufgemacht. Das werde ich jetzt auch machen. Aber Lona darf 2 Karten ziehen. 1, 2. Sie darf sich jetzt beide Karten anschauen. Anwalt und Wirtschafts. Lehrerin. Ich Was? Lehrerin. Lehrerin. Anwalt. Du willst lieber Anwalt werden? Okay, gut. Anwaltin. Dann können wir die schon mal wieder zur Seite packen. Die brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Lona ist ein Anwalt geworden. Und ich. Ich. Achso, musst du nicht noch Uni-Kosten zahlen? Hochschule? War da nicht was Bekomme mit? ich. Nein. Nein, nur wenn du drauf Ach landest, so. dann kriegst du Lebenskärtchen. Die Ach liegen ja da so, oben in der Ecke. ja.
Ich muss mal kurz wieder nachschauen. Wie gesagt, ich habe es auch schon ewig nicht mehr gespielt. Mhm. Einkommensteuern, Universität, weil die Studiengebühren zu hoch sind, Gehalt. Heiraten, Trottesheim, Familien, Zahlenpfeil, ja. Ich kann euch ja schon mal meine Karten zeigen. Ich habe zum Beispiel bei meinen Dingens, Teil macht Freude, die bei den Karten gezogen. Steht immer schön drauf, was dafür ist. Werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich die einfach mal benutzen werde. So, dann bin ich jetzt dran. Ich kaufe mir natürlich auch eine Kapitalanlage. Ich kaufe mir, ich bin grün, also muss ich mir die grüne Karte kaufen. Muss ich nicht, aber mache ich trotzdem, weil grün so schön ist. 9. Ich bezahle 10.000. Meine 10.000 gehen jetzt hier rein. Mhm. Und die Kapitalanlagen, die können wir jetzt nicht mehr benutzen. Man darf doch nur eine kaufen, oder? Ja. Ich glaube, das war nur eine einzige. Genau. Kredit. Eine Kapitalanlage kaufen. 10.000. Such dir eine Karte aus. Du darfst nur eine Kapitalanlage besitzen. Leider. Sonst würde ich mir auch noch jede Runde eine mehr kaufen. Aber das geht ja nicht. Sonst werde ich ja reich. So, jetzt drehe ich. Eine 9. Ich kriege gleich 5.000. Der Sieger beim Spiel ist es, wer am meisten Geld am Ende hat. Ich darf 9 Felder vorgehen. 1. Ich bekomme einmal Geld. 2, 3, 4, zweimal Geld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich bekomme jetzt erstmal zweimal Geld. Ich habe ja den Pilot, sind 20.000, also 40.000 kriege ich. 40.000 Millionen Euro. Boah! Du bist reich. So, und wenn man halt gezogen hat, muss man immer lesen, was da steht. Du brennst was? Du brennst durch. Drücke auf, du heiratest. Oh, weia. Und ich bin direkt hier beim Heiraten. Da steht das Lebenszeichen. Das heißt, ich darf mir schon mal ein Leben nehmen. Ein Leben. Darf man das jetzt schon schauen, was da drunter steht? Am Ende war das, ne? Die Lebenskärtchen. Ja, wo werde ich essen? Lebenskärtchen. Heiraten. Das. Ich schwitze schon. Oh. Oh. Du auch? Hier steht Lebenskärtchen. Die Lebenskärtchen. Misch die Lebenskärtchen durch und leg den Stapel verdeckt neben den Spielplan. Okay, der Stapel liegt jetzt da hinten. Aber ist ja egal. Neben den Spielplan, die Lebenskärtchen haben unterschiedliche Werte und spielen am Ende des Spiels eine wichtige Rolle. Allerdings bleiben die Werte so lange geheim, bis alle Spieler die Rente. Also, ich darf sie nicht umdrehen. Ich habe nur ein Lebenskärtchen, ich darf nicht schauen, was drin ist. Bleiben alle geheim. Ich mache mich hier so ein bisschen breit, ist das okay? Mhm. Soll ich das wegpacken? Mhm. Nee? Gut. So, ich habe geheiratet. Ja. Ich drehe erstmal. Ich möchte erstmal mein Geschenk haben. Dann hole ich die Frau. Eine 4. 4 oder niedriger war nichts, soweit ich weiß. Ich bekomme keine Geschenke. Das ist doch eine Frechheit. War doch so, oder? Habe ich vorhin noch einmal kurz vorgelesen. Ja, 4 oder niedriger gibt es keine Geschenke. So. Dann hole ich mir jetzt meine Frau, mein Lia Lona Launebär.
Darf ich kurz mal etwas sagen? Warte mal gleich. Ist Beifahrerin? So, was wolltest du sagen? Die Batterie ist gleich leer. Ach, kein Problem, das hören wir ja dann. Und dann wieder wie letztes Mal. Aus. Ja, das hören wir dann. Ich sehe ja hier das grüne Licht. Ach so, okay. The green light. Okay, Lona, du bist dran. Eins. Du darfst ein Feld vor. Zeittag. Ja, Bruder! Erstes Gehalt. 90.000 Euro. Eins, zwei. Ich gebe dir 60.000. Ist das ein Deal? Hm. Nein. Dankeschön. 90.000. Willst du Kredit von dir abzahlen? Nein, noch nicht. Okay, 90.000 hast du gekriegt. Dann bin ich jetzt wieder dran. Achso, und der Erste, der durch ist, kriegt hier diese Lebensplättchen. Es sind drei Stück hier hinten. Ich habe eine 2. 1, 2. Flitterwochen, ziehe eine Lebenskarte. Ich ziehe mir eine Lebenskarte. Ich? Du hast die 9 1 gewürfelt, hast du, ja? Was für eine Zahl hast du? 5. Ah, schade. Habe ich vorhin nicht einmal die 9 gezählt? 5. Ich habe keine Zahl. Ja, stimmt. Ach, du kriegst 5.000. Dankeschön. Bitteschön. 1, 2, 3, 4, 5. Du brennst durch und gehst auf Hochzeit. Willst du dein Geschenk erst haben oder erst den Mann? Erst der Mann. Erst der Mann. Ich wollte erst. Du bist sehr wichtig für mich. Ah, oh, danke schön. Ich habe die Mausi. Jetzt muss ich leider meine Frau hier vom Fahrersitz vertreiben, weil sie noch keinen Führerschein hat. Nein, Scherz. So, jetzt darfst du dein Geschenk erdrehen. Erdrehe dein Geschenk. 4, auch nichts. Genauso gut wie ich. Okay, ich bin dran. Und eine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich bin wieder auf ein Stoppschild. Da musste immer stehen bleiben. Was steht denn hier? Trautes Heim. Kauf dir ein Haus deiner Wahl. Also, jetzt darf ich mir die Karten anschauen. Trautes Heim. Ich darf mir aussuchen, welches ich kaufe. Ich habe allerdings nur magere... Ach, ich habe noch Zeittag und eine Gehaltserhöhung. Haha, ich kriege ja nochmal Geld. 20.000. Und eine Gehaltserhöhung. Das sind 30.000. Super. Ja, ich bin jetzt arm, du bist reich. Und das als Pilot, ja. So, ich darf mir jetzt ein Haus aussuchen. Ich habe von hier einmal vergessen. Ah, ich trottel. Und du auch gerade. Ah. Ja, dann brauchen wir nochmal. Ja, das ist zu spät. Wieso so spät? Haben wir nicht gesehen. Ja, das ist scheißegal. Mach noch. Nein, das ist... Wir müssen schon dran denken. Ah, ja, okay. Sicher. Ja, okay, dann weg. 90.000 Euro weg. Bei mir auch 20.000. Das ist gar nichts. So, ich schaue in mein Haus, suche mir mein Haus, 80.000. Ich kann mir gar kein Haus leisten. Achso, ich bin bei den teuren Häusern. Trautes, ich muss mir ein normales Haus kaufen oder nicht? Ach, dann mal gucken. Ja, das ist vor irgendwo. Ja, die Villa, die waren eintauschen hier gewesen, ne? Ich hab vergessen. Hier, kauf ein neues Haus. Mhm. Ist aber auch doof. Neues Haus. Nein, das sind die teuren. Ja? Ja, guck mal, 80.000 Villa, Penthouse. Oh, wollen wir doch machen, sein rückwirkend das Geld? Ja, ich weiß, du brauchst Geld, hahaha. Ich kann mir kein Haus kaufen. Ja, hahaha. Habe ich schon gesagt. Kriegst deine 90.000, wir schummeln ein bisschen. Entschuldige. 90.000. Danke. Und ich 20.000. So, jetzt kann ich mir auch ein Haus kaufen, den Wohnwagen, mein trautes Heim. Wo ist der Wohnwagen? Hier. So. Und das habe ich mir jetzt gekauft.
80.000 und ich bin pleite. Also ich denke mal, die Runde werde ich wieder ganz klar und deutlich verlieren. Die Germany vs. Indonesia Challenge. Ja, du darfst. Fertig? Ja. 1-1. Hochzeitsempfang, zahle 20.000. Okay, ich zahle. Darf ich auch meine Kredit zahlen? Ja, normal immer am Anfang, aber mach das. Okay. Darf ich hier? Willst du alles zahlen? Ja, alles. Das sind. Ah, oh, oder später. 50, später. Ich brauche später. 100. Ich brauche später Geld für Haus. Deswegen später. Kannst du jetzt schon eine Villa kaufen? Okay, dann bin ich wieder dran. 1-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zahltag. Ich kriege 20.000. Oh, mein Geld. 30.000, tut mir leid. Ich habe eine Gehaltserhöhung. Achso. 30.000 gekriegt. Jetzt einmal eine Tochter. Oh. Das heißt, ich kriege Geld von meinen Spielern. Wie viel waren das? 5.000? Die Tochter sitzt hinter Mama Krakatau. Und ich kriege ein Leben. Ein Lebenskärtchen. Eine Tochter gibt wie viel Geld? Kinder. Wo sind die Kinder? Weißt du, wo die Kinder sind? Babyfelder. 5.000 pro Kind. Los, gib mir 5.000. Warum ich? Weil ich ein Kind habe. Geschenk. Ach so, Geschenk. Ich habe das noch nicht gehört. Wenn man ein Baby kriegt, dann müssen wir 50.000 bezahlen. 5.000. 5.000, deswegen. Okay, ich. Okay. 3. 1, 2, 3. Oh oh. Aber du baust einen Unfall. Ups, 10.000. Ah, genau. Danke. Ich bin reich. Eine 3 hat keiner. Gut. Und ich bin wieder dran. 1-1. Oh oh. Du gehst wählen. Erhältst ein Leben. Ich kriege hier ganz schön viel Lehm. Du darfst wieder. Du hast vorhin bei Heirat kein Leben genommen. Nimm dir ein Leben raus. Schnell, ich habe nichts gesehen. Da Heirat, Leben. Nimm dir ein Leben raus. Hast du? Mhm. Die dürfen ja nicht umgedreht werden. Du hast gewürfelt eine 6. 1, 2, 3, 4. Oh oh, du musst dir ein trautes Heim suchen. Schau sie dir an. Die darfst du dir anschauen. Mhm. Du kannst ja nicht einfach ziehen und sagen, ich kaufe mir das, obwohl du kein Geld hast, so wie ich. Wie viel Geld hast du denn eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5. Du bist über Zeittag gekommen, ja? 7. Mit Gehaltserhöhung. 19. Hat deine. 11, 12. Hat deine Gehaltserhöhung oder hat er keine? Kein Höchstgehalt. Ach, kein Höchstgehalt? Mhm. Dann kannst du so viel wie du willst, ne? Kein Höchstgehalt. Also das heißt, du kriegst ein Dingens und 100.000, ja? Bitteschön. Okay, ich kaufe das teuerste Haus. Genau. Was ist das? Eine Villa? Für 180.000. So ein Jagdhaus. Ein Jagdhaus. Ein Jagdhaus. 180.000. 100. Billig, wa? Oh mein Gott, das ist sehr billig. Ich kann mir gerade meinen Wohnwagen leisten. Und das als Polizist. Und jetzt habe ich noch eine Tochter. Mann. Bitte schön, mein Schatz. Dankeschön und ich bin wieder dran. Und? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oh oh.
Promi-Plätze bei der Olympiade, zahle 20.000. Mein Geld ist schon wieder weg. Oh, nochmal drehen. Nein, ich krieg Geld, 5.000. Das als erstes. Ich hab die 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zeittag, 100.000. Und, warte mal, Sieger in der Talentshow, du erhältst 100.000. Wow. Also 200.000. Wow. Einmal Gehalt und einmal... Und dann mein... Kredit? Ja, stimmt. Euer Kredit weg. 125. Warum? Kredit musst du abbezahlen, da unten steht der Preis. Euer Miet, stimmt. 120. 25, danke. Hey, wo ist 5.000? Kein 5.000. Dann mach doch so. Ich hoffe dir. Aber ich kriege zurück 5.000. 5.000, ja. Genau. Und ich bin wieder dran. Eine 3. 1, 2, 3. Zeittag. Super. Ich kriege 30.000. Juhu, ich bin reich. Ich. Eins. Zwillinge, Auweia. Oh, ich habe zwei Kinder. Willst du Mädchen, Junge, 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 Mädchen, Mädchen? Zwillinge, das heißt, ich möchte ein Babyboy, Babygirl. Und willst auch Geld von mir haben? Ja, 10.000, oder? Und du kriegst ein Leben, ja? Ein Leben, ja, du bist mein Leben, mein Schatz. Komm, der Junge setzt sich hinten rein. Meine Finger sind zu dick. Oder? Ja. Ich gebe dir 10.000. Als Geschenk. Oh, du bist ja nett. Ich weiß. Und ich bin dran. Ach, Mist. Aber der hat sich ja gedreht. 1, 2, 3, 4. Gefeuert. Ich bin kein Pilot mehr. Oh. Wurde gefeuert. Wo sind die Berufe? Hier. Bei dir. Muss ich wieder? Mhm. Wenn ich gezogen habe, eine neue Karte, dann... Ich habe gezogen. Tänzerin! Und jetzt kommt die zurück. Achso, und ich muss meinen Gehaltserhöhung zurückgeben. Ah, jetzt kriege ich endlich wieder mehr Geld. Ja, wofür? 50.000. Boah! Yeah! Und kein Höchstgehalt. Boah! Ich kann reich werden. Ja, weiter geht's. 5.000. 1, 2, 3, 4, 5. Zweitag. 100.000. Super, danke. So, egal was ich drehe, ich komme sowieso auf ein Stoppschild, aber 3. Es hätte ja sein können, dass ich eine 9 gedreht hätte oder sowas. So. Meine Abendschule kann ich machen, dann kriege ich Universitätsberuf, kostet allerdings 50.000 und ich habe 40.000. Also ich gehe dann den anderen Weg. Was steht da? Bleibe auf Lebensweg. Ich bleibe auf meinem Lebensweg. Okay, Luna Baby. Ja. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Wo willst du? Willst du nochmal einen neuen Beruf erlernen oder Lebensweg? Das würde das Lebensweg. Lebensweg ist der Humor. Einfach, oder? Ja, ist dieser Weg. Das ist der andere Weg, das ist der Weg. Okay. Gut. Dann bin ich jetzt dran. Eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh oh. Einmal Geld und Gehaltserhöhung. Gehaltserhöhung. Geld sind schon mal 60.000. 60.000. Jetzt weiß ich, wie sich 60.000 anfühlen. Ich habe noch keine 100.000 gesehen in dem Spiel. Und Einkommensteuer.
Steuern. Jetzt muss ich zum Steuerberater gehen und Einkommensteuern zahle 20.000. Oh, schon wieder wirklich Geld. Na, ich habe ja jetzt. Das war auch das Geld vom Polizist, vom Pilot 20.000 gezahlt. Und Lorna ist dran. 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zahltag! Zweimal sogar. Ja. Zahltag mit Gehaltserhöhung. Nehmen wir mal eine Gehaltserhöhung. Und zwei Zahltage. Das sind also 220, ja? Wow! Super! Danke! Ich glaube, Lorna schummelt. Nein, ich krieg 5.000, ich bin reich. Ja, super. Süß, ja, wolltest du sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du kaufst ein Kunstobjekt, zahle 20.000. Also ich bekomme hier einmal Zahltag. Muss einmal 20.000 bezahlen, dann bekomme ich nur noch 40.000. Das ist doch sowas von unfair, das Spiel. Babylona. Moment. Ja. Eine Sekunde. Okay, ich bin dran. Ja. Eins. Eins. Ein Sohn. Du bekommst einen Sohn und ein Leben. Oh, Amen. Das ist wie beten. Und du kriegst von mir noch 5.000. Du hast kein Auto. Das ist schon so wenig Geld, aber... Aber du Naja, wir gewinnen so oder so. Guck mal. Hier fahre ich, da fährst du. Du fährst mit 4 Kindern, ich fahre mit 2 Kindern. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Sportferien für die Kinder, zahle pro Kind 5.000. Gut, dass ich nur ein Kind habe. 5.000 gezahlt. Ja. Und meine Frau ist dran. 5! 5.000. Danke. 1, 2, 3, 4, 5. Du kaufst ein Kunstobjekt. 20.000. Ah, das ist nichts. Wir waren noch nicht einmal auf Superdreh gekommen, ja? Ja, genau, Superdreh. Wo war ein Superdreh? Da ist Superdreh. Du bist. Das gibt's doch nicht. Ich muss meine Karte benutzen. Nein! Ich bin reich. 1, 2, 3, 4, 5. Zeittag. Ich hab da nochmal einmal 6, 7, 8, 9. Ich habe hier noch einmal Zeittag vergessen mit Gehaltserhöhung. Jeder macht das. Zweimal Zeittag mit zwei Gehaltserhöhungen wären 70.000, 100. 40.000, ich habe 100. Ich bin doch reich. Ich habe schon 100.000. Ja, du bist reich. So, jetzt Klage. Verklage einen Mitspieler auf 100.000. Lorna, ich verklage dich auf 100.000. Hast du eine Teilmacht Freude Entklagekarte? Was bedeutet das? Ah, hast du doch was. Der Besitzer dieser Karte ist von den Zahlen befreit. Wenn man auf den Teilmacht Freude Karte gibt, oder wenn er durch eine Klage fällt, verklagt wird. Das ist von Lorna eine, ich habe sie verklagt, aber sie braucht nicht zu bezahlen. Sie schummelt. Ich habe nichts gemacht. Doch, du hast dich bezahlt. Jetzt ich? Jetzt darfst du. 2. Oh, nochmal Leben. Urlaub auf Grand Canyon. Und wieder. So, jetzt hat gerade Lorna wieder abgesahnt. Sie hat gerade eine 10 gewürfelt und ist einmal über Zeittag gekommen und hat einmal Tanzshow gewonnen. 100.000 und hier nochmal 120.000. Ja, dann macht doch keinen Spaß mehr.
Ich gehe jetzt den Weg der Familie. Hab eine 10, also hat mir nichts gebracht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zahltag. Zweimal Zahltag. Ich bekomme ja schon 70.000 mittlerweile. Das sind also 140. Du bist dran. Okay. Aber so wie ich das schon, oder? 6. Okay. Zack. Oben. Willst du Risiko oder Familienweg? Oben. Familienweg? Genau. Okay, gut. Dann bin ich jetzt wieder dran. Eine 3. 1, 2, 3. Oh, das ist doch schön. Du sponsorst die was? Elefanten. Du sponsorst ein Elefantenbaby. Ich krieg ein Leben. Oh. Aber kein Geld. Ich? Du darfst. Nein! Ich krieg 5.000. Tschu, ich bin wieder reich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein Sohn! Wow, schön wieder. Dein Auto ist jetzt schon voll. Du kannst keine Kinder mehr. Ein Leben, genau. Und noch 5.000 von mir, die ich gerade gekriegt habe. Danke! Von der Bank, die gebe ich dir weiter. So eine Schweinerei hier. Ach, Mist. Nochmal. 6. 1, 2. Stopp. Will ich mir wirklich ein Haus kaufen? Kann ich mir das denn wirklich leisten? Ich habe ja jetzt schon 200.000. Was? 300.000 das kleinste Haus? Ja. Ich denke mal, ich kaufe mir das kleinste Haus. Dafür muss ich denen in Anzahlung geben. Hat 80.000 gekostet, krieg 80.000 wieder. Das sind 300.000, das wären dann 220.000 müsste ich bezahlen. 200. Oh, schon wieder pleite. 20.000. Ja? Ja. Und halt den Wohnwagen. Super. Aber guck mal, der hat auch einen Wohnwagen jetzt. Ne? Wo ich hingeht, da. Wow. Schön, ja? Mhm. Ich weiß. Ich bin reich. Reich. So, meine Frau. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natürlich. Willst du ein neues Haus kaufen? Natürlich, mein Schatz. Schau dir das Teuerste an, was da gibt. Da ist eine Fliege, die will mitspielen. Nein, du darfst nicht. Okay, ich kaufe... Herrenhaus. Ein Herrenhaus. Wie teuer ist das? 800.000. 800.000, hier kriegst du 200.000 für. War es schon abgezogen? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht, gut. Also, was bezahlst du dann? 600.000. 600.000. Das gibt es doch nicht. Wolltest du das Herrenhaus mal zeigen, wie es aussieht? Da ist mein neues Haus. Herrenhaus, aber ich bin eine Frau. Du machst ein Frauenhaus raus. Okay, dein Frauenhaus. Eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du kaufst eine Yacht, zahle 30.000. Und du bist so reich. Warte mal, da muss ich mal gucken. 30.000. Aber du Zahltag. Ach gut, ich krieg Zahltag. 30.000 sind 40.000 krieg ich da noch. Gott sei Dank. Hab ja 70.000 Gehalt. Wo ist deine Yacht? Wo ist deine Yacht? Die ist unter dem Auto. Achso. Ey, Mann. Zwei Zahltage. 120 Euro. Ich liebe Zahltage. Wenn man studiert hat, ja. Ja. Wenn du mal arbeiten gehst, nicht. So wie ich. Normale Arbeiter, die sind immer arm dran. 4. 1, 2, stopp. Risikoweg oder sicherer Weg?
Super Dreh. Wow. Ich will den Risikoweg gehen. Wow, ich liebe das. Okay, du bist. 1, 2, 3, 4, 5. Du hast auch eine Yacht. 5.000. Und 30.000. Und 30.000. Stört dich nicht, oder? Nee, das ist... Eine Yacht. Hat doch jeder. Jeder, der... Was bist du? Anwalt. Jeder, der Anwalt ist, hat eine Yacht. 5. Oh, 5.000 für meine Frau. Ja, das ist schon mein Schatz. 1, 2, 3, 4, 5. Oh oh, du lädst deine Geschichte. Was? Lift. Ach, du lässt dein Gesicht liften. Zahle 100.000. Warte mal, ich habe da eine extra Karte. Da. Wenn du auf einem gelben Zahlfeld landest, das ist ein gelbes Zahlfeld, gib diese Karte einem Mitspieler. Und er muss die Hälfte bezahlen. Also musst du 50.000 zahlen und ich die anderen 50.000. Oder willst du deine Karte benutzen? Befreit! Der Besitzer dieser Karte ist von der Zahlung befreit, wenn man mit einer Teilmacht Freude oder Karte gibt. Oder wenn er durch die Klage eines... Ja. Gut, ist befreit. Aber ich muss ja 50.000 zahlen. Hast du gern? 50.000 habe ich noch. 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 Jetzt nicht mehr. So, die Karten packe ich. Wo ich mir eingetan? Ach, da. Jetzt ich? Ja. Ja. Wann doch? 6. Stopp. Risiko oder Super sicherer Dreh. Weg? Super Dreh. Super Drehweg, also genau. Auch Risiko. Ah, Brand. Nein! 5000 für mich. Super. Aber hast du schon Zelte? Nein. So, Stefan hat wieder Geld. 70.000 für nichts. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was steht da? Zelte. Und großes Familientreffen, ein Leben. Okay, ich krieg ein Leben. Zahltag. Und ich krieg einen Zahltag. Damit bin ich der reichste Tänzer in diesem Spiel. Oh. Oder Tänzerin. Was machst du jetzt? Ich muss das Brettchen schon festhalten. Zwei! Ah. Oh, scheiße. Du. Ich muss ein Fußballteam, zahle 35.000. Ja, dann, wenn das nichts ist. 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Und Zalta. Da? Nein, ja, und da? Du besuchst die chinesische Mauer. Oh, ich krieg ein Leben. Leben? Zalta. Aber Gehalt. Ah, mit Gehaltserhöhung? Erhöhung. 80.000. Bam, 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 ich bin reich. Ich habe jetzt schon 50.000. Und wow. Wie viel hast du? Ha? Hm? Wie viel hast du? Wie viel hast du? Geld. Ich habe mir 1 Million. Ich habe 150.000. 3. 1, 2, 3. 100.000 zahlen. Das ist nix. Und Zahltag. Kriegst Geld. Ja. Yeah, 120 war das, ne? Also das heißt, kriege ich noch 20.000, oder? Aber du hast auch schon 100.000 von da genommen. Du hast da 100.000 eingezahlt und kriegst 120. Ja, Luna. Ja, genau. Meine Frau. 9, ich krieg 5.000, ich krieg 5.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich bin genau auf die Rente, ich krieg diese Leben. Leben, Leben, Leben. Ich kriege jetzt pro Kind nochmal Geld. Ich bin Rentner. Ich bin Rentner, ich hab's geschafft. Ich
bin alt und grau und gut aussehend. Rentner, dein Beruf oder Hochschulkarte sowie deine Gehaltserhöhung werden aus dem Spiel gelegt. Behalte deine teilmachtvolle Karte, habe ich nicht mehr, da du sie immer noch gegen andere Spieler ausspielen kannst. Ach, ich habe hier doch noch eine. Okay, ich muss erstmal meinen Beruf erklären. Ich bin keine Tänzerin mehr. Jetzt bin ich ein Rentner. Von einem Mann zu einer Frau, von einer Frau zum Mann. Ja, ich war doch Tänzerin. Okay. Ja. Meine Gehaltserhöhung. Karten muss weg. Warte mal. Behalte auch deine Kapitalkarte. Aber ich wenn bin du noch nicht am da. Zug bist, kannst du immer noch am Rad drehen und deinen Gewinn steigern. Gut, also wenn ich dran bin, darf ich immer noch drehen. Wenn ich 9 habe, kriege ich 5.000. Wenn nicht, dann kriegst du bei 5 5.000. Bezahle deine Schuldscheine, indem du sämtliche Kredite plus Zinsen an der Bank zurückzahlst. Ich habe keine Schulden genommen. Sowas mache ich nicht. Nein, nein, nein. Verkaufe dein Haus an die Bank zurück und der Verkaufspreis steht auf der Karte. So, ich habe jetzt mein Haus 300.000. Jetzt habe ich nochmal 300.000 Euro mehr. Die Bank zahlt dir pro Kind eine Zusatzrente von 10.000. Ich habe nur ein Kind. Also ich muss die ganze Zeit arbeiten. Ich habe es nicht so gut wie ein Anwalt. Weil, siehst du ja, der Anwalt ist voll mit Kindern. Und ich war nur eine Tänzerin. Ich muss ja in Form bleiben. Ich muss ja gut aussehen. Ja. Entscheide dich, ob du dich für den Millionärsvilla zur Rente setzen willst oder doch lieber ins Seniorenheim. Dort wartest du, bis alle Spieler in die Rente gegangen sind. Jeder Spieler darf frei wählen, wo er sich zur Ruhe setzt. Okay, Millionärsvilla. Der erste Spieler, der die Millionärsvilla betritt, darf sich die drei Lebenskärtchen nehmen. Ich bin natürlich in der Millionärsvilla. Das ist die hier. Oder nee, das hier ist die Villa, ne? Das ist, glaube ich, ein normales Haus. Nicht das? Das sind, nein, das Stadt, oder nicht? Nein. Okay, dann ist das die Villa. Okay, der Millionär darf sich die Lebenskärtchen ansehen, die dort liegen. Achso, die drei darf ich mir nur ansehen. Du hast alles. Entschuldigung. Warte. Die dürfen sie sich die drei Kärtchen ansehen, die dort liegen. Sucht dir ein Kärtchen aus und legt die anderen beiden wieder verdeckt hin. Okay, ich darf mir die drei anschauen. Ich nehme mir natürlich den mit dem höchsten Geld, mit dem meisten Wert. Die haben wieder verdeckt hingelegt. Der zweite Spieler mit dem Millionärsvilla sucht sich das Lebenskärtchen bei übrig aus und der dritte erhält schließlich die letzte. Alle weiteren, die die Millionärsvilla wählen, gehen leer aus. In der Millionärsvilla sind die Lebenskapital nicht sicher. Also sie können mir mein ganzes Leben noch wegnehmen. Bei Rente hätte ich die jetzt fest. Sollte es für die anderen Spieler, die noch auf dem Lebensweg unterwegs sind, kein Lebenskärtchen mehr zu ziehen geben, dürfen sie deine Kärtchen wegnehmen. Aber es sind noch genug da, deswegen habe ich da keine Angst vor. Und ich bleibe in der Millionärsvilla. Ja, wenn du in Seniorenheim bist, hast du die Lebenskärtchen sicher. Steht dann hier nur nochmal. Okay, du bist.
Eine 2. Klage, verklage einen Mitspieler auf 100.000. Ich kann es nicht mehr anklagen, oder? Hier steht, das ist die Villa. Seniorenheim, Villa. Deswegen habe ich gesagt, ja, das. Villa, ja, das ist die Villa. Wo ich stehe. Darfst du mich verklagen? Ja, ne, oder? Klage, 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 Blau, Klage, Kredit, Time, Freunde, Überhead. Blaufelder. Na, Klage. Wenn du auf dem blauen Klagefeld landest, suchst du einen Spieler aus, den du auf 100.000 verklagst. Der Spieler muss dir 100.000 zahlen, es sei denn, er kann die Befragungskarte ausspielen, dann verlierst du. Nee. Also ich muss bezahlen. 100.000. Yes. Schweinerei. So, ich bin dran. 4, du bist dran. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Großes Familientreffen, ein Leben und Santa. Santa. 120. Ulala, Geld wieder. 7, du bist. 1, 2, 3, 4, 5, Super Dreh! Super Dreh, ja! Endlich! Hey, Moment, ich bekomme erstmal 130, genau. Ist gehaust. Und eine Gehaltserhöhung, genau. Mhm. Kannst du auch einen Kredit nehmen. Mhm. Okay, Super Dreh. Super Dreh. Ich benutze meine Karte. Ich darf 4 Felder aussuchen, wo ich mein Super Dreh mit erweitern kann. So, jetzt kommt der Streifen zum Einsatz. Endlich ein Superdreh, ganz am Ende. Mhm. Superdreh. Wie viel willst du setzen? 100.000. Ich darf mir erstmal 4 Zeilen suchen. Ich nehme die 9, die 5, die 7 und Lona macht ganz oft die 2 oder 1. Irgendwie so. 2, 3... Darfst du so viele? Nein. Hast du eine Karte? Welche Karte? Wo drauf steht, dass du so viel setzen darfst? Ich denke nicht. Okay, dann ich darf nur einmal. Ja, sonst darfst du nur einen. Okay, dann 1. Auf welcher Zahl? 3. Auf 3. Okidoki. Ich kann es dir nochmal vorlesen, wenn du willst. Aber ich glaube, das war so. Und das höchste war 50.000, ne? Maximal. Ich glaube, das war das Höchste, was du setzen darfst. Okay. Und das Zehnfache kriegst du wieder, ansonsten ist alles weg. Superdreh. Durch diese Karte darfst du 2 oder 4 Superdrehmarken auf die Liste. Okay, ja, haben wir. Heiraten, Film. Du. Naja, egal. Das war aber so gewesen. Hier steht hier auch Superdreh von wegen. Wenn du eine Karte hast, dann darfst du 2 oder 4 legen. Aus Superdrehfeld landest. Maximal? So. Ja, Superdreh. Ach, hier steht. Nimm Drehzahl. Na, ja, das haben wir gemacht. Hier steht kein Maximal. Wo stand denn das mit Maximal? Jemine. Sowas von unvorbereitet, ja. Super Dreh, da. Maximal 50.000 darfst du setzen. Okay, maximal 50.000. Ich mache auch maximal 50.000. Hoch! Ein Tier. 50.000. Auch 50.000? Ja. Okay, dann darfst du drehen. In the name of Jesus! 3! 5! Ich hab die 5! Ich krieg dann 500.000. 1, 2, 3, 4, 5! Und Lona kriegt leider gar nichts. Sie wollte ja auf die 3.
So, dann können wir die wieder wegräumen. Das war der super Dreh gewesen. Ich weiß, dass du das. Ach, jetzt habe ich die weggetan. Ich trottel. So. Also kommt sowieso kein super Dreh mehr, ne? Ja. Warte, ich bin dran. 10, du bist. 2. Eine Portion. Zahle 50.000 pro Kind. Pro? Nein, 50.000. Du. Ah, Godo. Du bist. Okay. 3, du bist. 2. Hey, schon wieder Zahle. Aha. 50.000. Schon wieder 50.000. Oh, vielleicht hast du kein Geld mehr. Oh. Und ich bin dran. 6. 6. Leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Aber Zahltag. Zahltag, genau. Nimm dir nochmal deine 130.000. Du hast ja gerade 100.000 bezahlt. Okay. Das war's? Mhm. Wolltest du auch ein Leben? Wolltest du Villa oder willst du Seniorenheim? Ja, natürlich ein Haus. Villa? Da rein zu mir? Zu mir rein, ja? Ja, okay. Dann darfst du jetzt beide anschauen und dir eins nehmen. Ich denke mal, du nimmst 30.000. Ja, okay, dann nehme ich das. Hast du genommen? Ja, 30. Okay, und jetzt Kredit hast du ja nicht mehr, ne? Nein. Du musst deinen Beruf weggehen mit deiner Dienstkarte. Das, oder? Genau, diese weggehen. Du hattest 4 Kinder gehabt. Ja. Pro Kind kriegst 10.000, das sind also nochmal 40.000. Wow, danke. Dann musst du dein Haus verkaufen, dein schönes Haus. 800.000. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800.000. Danke. Das ist schön. Und ja, dann müssen wir jetzt das alles zusammenzählen. Ich habe 1.275.000. Wow. Du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Wir haben jetzt alles zusammengerechnet. Lona hat 1.765.000 Euro. Und ich habe 1.275.000. Das heißt, der Gewinner ist Lona. Und jetzt dein Jubel. Nein, ich habe nur Fokus. Wow! Das ist jetzt das 4:0 für Indonesien. Ja, super. Das letzte Spiel konnten wir leider noch nicht veröffentlichen. Das muss ich mal am Donnerstag nochmal probieren. Da war ein technisches Problem mit dem Rechner, in Klammern Laptop. Und ich hoffe, das kann ich beheben. Also bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Du auch Tschüss sagen? Mhm. Tschüssi. Tada. Tschüssi.